Hallo alle zusammen und einen schönen Sonntag euch allen. Danke, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben wieder einmal Simon Denn am Start, heute mit einem Video über Mr. Thrive and Survive, man könnte sagen einem Follow-up. Simon Denn hat ihn schon einmal in einem seiner Freitagsvideos beim Wickel gehabt, sowohl das Originalvideo als auch die deutsche Übersetzung sind hier unten verlinkt. Hier nimmt er ihn sich mal etwas genauer unter die Lupe. Ich würde den Guten mal als Wichtigtuer einstufen, als jemanden, der zwar keinerlei Ahnung, aber dafür eine umso gefestigtere Meinung hat und sich auch von nichts und niemanden davon abbringen lässt. Dunning-Kruger in seinem natürlichen Habitat halt. Hier versucht er irgendwie zu beweisen, dass Astrophysik und Himmelsmechanik keine vernünftigen Vorhersagen machen können und hat sich dafür ausgerechnet das astronomische Ereignis herausgesucht, das jedes Kind in den USA mitbekommen hat. Die Sonnenfinsternis vom 21. August 2017. Ja, ausgerechnet die. Und er sieht nicht einmal zu schade, sich dafür selbst zum Obst zu machen. Der Job für Simon Denn hätte ruhig etwas diffiziler sein dürfen. Es darf aber trotzdem geschmunzelt werden. Letzten Monat habe ich mir ein Video von Thrive and Survive angesehen. Er hat im Grunde ein Video von Dave Marsh geteilt, in dem er den Mond ansieht und versucht, Keplers Gesetze zu widerlegen. Das hat er natürlich nicht geschafft. Schaut es euch bitte an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Der Link steht unten in der Beschreibung. Aber ich hatte so das Gefühl, dass Mr. Thrive and Survive wohl ein wenig zu kurz weggekommen war. Also dachte ich mir, schauen wir nochmal an. Hallo alle miteinander und willkommen zu einer weiteren Folge von Tinfoil Tuesday mit mir, Simon Denn. Ja, Mr. Thrive and Survive hat letzten November ein Video gepostet mit dem Titel NASA widerlegt sich selbst. Ich lasse jetzt mal den gesamten NASA-Mist hochgehen. Sie sollten den Song Ich lasse Leute sinnlos rumrennen spielen, weil es ein verdammter Witz ist, was sie da tun. Während Mr. Thrive and Survive höchst selbst antritt, die Gesamtheit der Himmelsmechanik mit einem einzigen Video zu widerlegen. Ich werde sofort die schwedische Königliche Akademie der Wissenschaften informieren und ich bin sicher, dass sein Nobelpreis schon mal reserviert wird, sobald sein Video verifiziert wurde. Los geht's, Thrive and Survive, wir sind ganz Ohr. Hey alle zusammen, hier ist Mr. Thrive and Survive, 14. November 2018. Ich bin in Denver auf der Flacherdkonferenz. Die Tonqualität bitte ich zu entschuldigen. Ich habe mein Mikro nicht zur Konferenz mitgenommen, also nutze ich das von meinem Computer und das ist nicht so gut. Wir schauen uns mal dieses Video hier an. Das ist entweder eine unverkennbar totale wissenschaftliche Fehldeutung und dieser Typ macht ständig Videos, in denen er behauptet, dass wir keine Ahnung von Wissenschaft haben. Und einmal hat er mich sogar unter einem meiner Videos mit einem Kommentar belästigt, dass ich die Bewegung des Mondes nicht verstehen würde. Nach den Videos zu urteilen, die ich mir von dir angesehen habe, würde ich dazu neigen, besagten Herrn beizupflichten. Oder sogar so weit gehen, zu sagen, dass du von Himmelsmechanik keinen blassen Schimmer hast. Schauen wir uns das also an. Ich habe das hier auf 2 Minuten 19 Sekunden zusammengeschnitten. Und um zu verstehen, hier sind die 2 Minuten 19, warum sie glauben, dass der Mondschatten von Westen nach Osten über die Erde streicht. Während der großen Sonnenfinsternis in Amerika am 21. August 2017 gab es ja diese große Kontroverse darüber, wie das sein kann, von Westen nach Osten. Nur um das hier klarzustellen, es gab keine Kontroverse. Dafür müssten große Bevölkerungsgruppen völlig geteilter Meinung über etwas sein. Das hier waren Flacherdler, die sich einfach nur wie Flacherdler aufführten. Weißt du, wenn sie etwas falsch darstellen oder nicht kapieren. Das passiert ständig, Mann. Nun, dieser Typ hier, ich weiß nicht, wer das im Video eigentlich ist und ich weiß nicht, ob das der Kanalbetreiber selbst ist oder nicht. Aber schauen wir uns seine Erklärung an und dann gehen wir nochmal drüber und machen unsere Anmerkungen. Und wir werden dann sehen, dass sie absolut entweder nicht recherchieren können oder jede Recherche ablehnen. Das hört sich irgendwie vertraut an. Auf geht's. Hier ist die Erde und sie rotiert immer von West nach Ost. Wir sind auf der Erde und wir drehen uns mit ihr. Also in dieser Ansicht schauen wir drauf, das ist der Nordpol. Wir sehen von oben drauf. Wir rotieren so herum und wir sehen Sonne und Mond im Osten aufgehen und im Westen untergehen, weil wir in östlicher Richtung rotieren. Alles klar? Für den Mond nehme ich mal Orange, okay? Der Mond, die Sache, die viele über den Mond nicht verstehen, ist, dass er wirklich sehr weit weg ist. Ich kann es nicht mal weit genug wegzeichnen. Er hat nur ein Viertel der Größe der Erde und er ist 30 Erddurchmesser entfernt, also nicht mehr hier auf dem Tisch.
Er ist echt weit weg. Bis hierhin ist an der Erklärung nichts falsch. Also weiter. Das hier dreht sich einmal alle 24 Stunden. Ja? Eine Umdrehung in 24 Stunden. Der Mond bewegt sich in der gleichen Richtung um die Erde einmal alle 27 Tage. Man denkt also, er ist viel langsamer, weil er dafür 27 Tage braucht. Und das hier dauert 24 Stunden. Aber es stellt sich heraus, weil seine Bahn so groß ist, sie hat ja den 60-fachen Erddurchmesser, dass er sich tatsächlich viel schneller bewegt. Die Erdoberfläche am Äquator bewegt sich mit ungefähr 1000 Meilen pro Stunde. So schnell rotiert die Oberfläche. Habt ihr die Sprechblase von Mr. Thrive and Survive bemerkt, die er da eingeblendet hat? Wir kennen den Erdumfang, 24.901 Meilen. Wenn wir das durch 24 Stunden dividieren, bekommen wir ungefähr 1038 Meilen pro Stunde. Ganz einfach. Der Mond bewegt sich mit 2000 Meilen pro Stunde, weil der Weg für einen Umlauf um die Erde um so viel länger ist. Nur um seine Zahlen nochmal zu bestätigen, die Mondbahn hat einen Umfang von 1.500.000 Meilen. Wenn wir das durch die 27,3 Tage für eine Erdumrundung dividieren, kommen wir auf eine Geschwindigkeit von rund 2.290 Meilen pro Stunde. Während der Sonnenfinsternis, das Sonnenlicht kommt aus dieser Richtung von der Sonne und der Mond braucht sich nur ein wenig vor die Sonne zu bewegen, damit sein Schatten auf die Erde fällt und dann bewegt er sich wieder weg. Der Schatten bewegt sich also mit 2000 Meilen pro Stunde, während die Erdoberfläche sich mit 1000 Meilen pro Stunde bewegt. Also wird sie überholt und der Schatten läuft von Westen nach Osten. So geht das. Eine absolut einleuchtende Erklärung und so passiert das auch. Okay, hier malt also jemand was auf ein Stück Papier. Was hat jetzt die NASA eigentlich über die Sonnenfinsternis zu sagen? Hier die Information, die sie der Washington Post über die Finsternis im August 2017 gegeben haben. Mal sehen, ob die sagen, der Schatten sollte von Westen nach Osten laufen. Dear Science, about that eclipse that's happening in August, I heard that the shadow is moving from west to east, but how can that be possible, since the moon moves from east to west? Wisst ihr, manchmal muss man auf den Unsinn aufmerksam machen. Liebe Wissenschaft, ist das hier der Weihnachtsmann? Lieber Santa, wie kommt es, dass wir in einer Zeit leben, in der sie jeden Tag Milliarden Dollar von uns nehmen für die NASA und andere Sinnlosigkeiten? Nicht sinnloser, als dass du ständig die NASA für alles Mögliche verantwortlich machst, einschließlich von Sachen, die lange vor ihrer Existenz passiert sind. Und uns speist man mit Liebe Wissenschaft ab. Der Schatten bewegt sich von West nach Ost, von Westen nach Osten. Und dann sagen sie uns, dass das ausschließlich mit Himmelsmechanik zu erklären wäre. Hi, I'm Sarah Kaplan and I'll be answering for science today. Wissenschaft ist mehr als nur ein Wort, um zu beschreiben, wie man etwas herausfindet. Sie ist das konzertierte menschliche Bemühen, die Natur und wie sie funktioniert, immer besser zu verstehen. Wir alle haben das Vermögen, uns der Wissenschaft zu bedienen und in ihrem Namen zu antworten. Ich sagte das Vermögen, nicht das ausschließliche Recht. On August 21st, something really exciting is going to happen in the US, a total solar eclipse. This is what happens when the moon passes in front of the sun and it's going to cast a shadow that travels across the United States. I think you know full well. Ich denke, du kennst diese vereinfachte Darstellung, um die physischen Prozesse, wie der Schatten entsteht, zu demonstrieren, sehr wohl. Nehmen wir mal dieses Diagramm hier, wo die Sonne Licht in alle Richtungen abstrahlt. Es spielt keine Rolle, wie viele Linien du malst. Keine wird den Fleck, wo die Sonnenfinsternis entsteht, erreichen. Den Schatten. Das vorherige Bild zeigte zwei Strahlen zur Vereinfachung. All the way from the Oregon coast to South Carolina. But wait, the moon rises in the east and sets in the west.
why is the shadow moving from west to east? This is actually a really big question. Warum auf Gottes grüner Erde haben Astrophysiker Erklärungsnot, warum sich der Schatten von Westen nach Osten bewegt? Vielleicht weil die Erklärung Bullshit ist. And even astrophysicists sometimes have trouble answering it. Let's see if any of my colleagues can help. We're trying to figure out why is it that the eclipse goes from west to east. Ich bin jetzt nicht sicher, was du damit beweisen willst, wenn ein paar Journalisten eine solche Frage nicht beantworten können. Und es wäre ja keine echte wissenschaftliche NASA-Präsentation, wenn sie nicht diese kindischen Disney- und Sesamstraßen-Albernheiten machen würden. Damit die Leute nur lachen, anstatt wirklich in Frage zu stellen, was sie da erzählen. Diese Frau hier in der Mitte, sie präsentiert wohl die rotierende Erde, wie ihr das schon vorher im Video gesehen habt. Und dann bewegt sich dieser Mond hier viel schneller, sodass sie zeigen können, dass die Finsternis von Westen nach Osten verläuft. Gehen wir mal rein und sehen uns ihre Dummheit an. Ich platziere mal eine Erde hier und den Mond hier. So könnt ihr das, was der Typ da vorhin mit seinen Wachsmalstiften gemalt hat, hier nochmal sehen. Sie stellen es aber schon richtig dar. Ganz nebenbei, wenn wir Globusleugnern solche Sachen erklären sollen, dann müssen wir das immer irgendwie kindisch darstellen. Fassen wir alles zusammen. Das alles macht Sinn, nicht wahr? Die Erde dreht sich von Westen nach Osten mit 1000 Meilen pro Stunde, aber weil der Mond so weit entfernt ist, 30 Erddurchmesser weit entfernt und sich einmal in 24 Stunden dreht, oder besser, er bewegt sich einmal in 27 Tagen herum, sodass seine Geschwindigkeit viel schneller ist, sagen wir mal ein grob 2:1 Verhältnis zur Umfangsgeschwindigkeit, dann macht es absolut Sinn, wenn diese Himmelsmechanik stattfindet, dass der Mond sich von Westen nach Osten bewegt. Ja, das tut er. Und deshalb bewegt sich auch der Schatten von Westen nach Osten, weil Himmelsmechanik findet nun mal statt. Der Mond bewegt sich mit so und so vielen Meilen pro Stunde von West nach Ost und ist schneller als die Erde. Was können wir also dazu sagen? Nun, das Einzige, was wir dazu sagen können, ist, dass es Sinn macht, oder? Ja, das tut es. Und so ist es. Mich beschleicht jetzt aber das Gefühl, dass du uns gleich eine Riesenportion Wortsalat servierst. Nebenbei kennt ihr meine beiden Videos schon. Das eine heißt, der Mond ist 70 Meilen groß, und das andere heißt, der Mond ist 70 Meilen groß, der Beweis. Oh Mann, die muss ich mir ansehen. Mach ich aber ein andermal. Du liebes Bisschen. Der zeigt, und ich verlinke das mal unten, es zeigt, dass der Mond absolut unmöglich größer als 70 Meilen sein kann. Denn der Schatten ist nicht größer. Und er kann nicht größer sein als das Objekt, das ihn erzeugt. Und wer es nicht glaubt, geht raus in die Sonne, nehmt irgendwas, lasst den Schatten irgendwo hinfallen und versucht, ihn kleiner zu machen als das Objekt selbst. Ihr werdet es nicht schaffen, probiert es selbst. Das widerlegt ebenfalls ihren Mond. Meine Güte, dieser Clip ist von einem anderen Pro-Flach-Air-Channel. Hier zeigt er deutlich einen Schatten, der kleiner ist als das Objekt. Schon irgendwie peinlich, ne? Das macht also alles Sinn. Der Mond bewegt sich viel schneller um die Erde, als sie sich dreht, und so scheint er sich von West nach Ost zu bewegen. Und das nicht nur bei dieser Sonnenfinsternis, sondern auch bei anderen. Hier haben wir Sonnenfinsternisse aus der Vergangenheit. Die könnt ihr auf der Webseite der NASA herunterladen. Und die NASA gibt sogar zu, dass das hier mit Formeln berechnet wurde. Nicht mit Himmelsmechanik, um das hier darzustellen. Aber das ist wieder eine völlig andere Geschichte. Für ein weiteres Video ein andermal. Schauen wir uns also die Sonnenfinsternisse mal an. Wir haben hier ein paar wirklich schräge Vorwürfe, aber ja, sie laufen alle von Westen nach Osten. Mein Guter, sagt dir das nicht schon, was hier wirklich vorgeht? Ein Pfad auf einer gekrümmten Fläche, dargestellt in 2D. Denk drüber nach. Ich weiß, du kommst drauf, Kumpel. Was wir den Geschwindigkeitsunterschieden in der Orbitalgeschwindigkeit des Mondes zuschreiben sollen. Denn die Erde wird sich definitiv immer gleich schnell drehen. Und ups, was haben wir denn hier in Russland? Das schauen wir uns doch mal genauer an. Das schau doch mal an. Ich mag den Unterton in seiner Stimme. Als wenn er denkt, er hätte die NASA erwischt. Genial. Was ist denn das? Vom Norden Russlands bis hier hinunter nach China. Schön. 22. September 1968.
Schauen wir noch ein wenig näher hin. Na, da seht euch das doch mal an. Seht euch das an. Sie verläuft von hier, seht auf den Kompass, beginnt im Osten und bewegt sich nach Westen, dann nach Süden und dreht dann nach Osten. Das Problem mit dieser hochtrabenden Attitüde ist, dass man dabei sehr tief fallen kann. Ich spreche hier von einem Voll-auf-die-Fresse-Moment. Ich habe mich also mit NASA und Wissenschaft in Verbindung gesetzt und das war ihre Reaktion auf diesen Ost-West-Verlauf. Wohl einer der schlechtesten Witze, die ich je gesehen habe. Schön, Sie werden sagen, das ist so weit nördlich, dass die Sonnenstrahlen gerade mal so über den Rand der Erde reichen. Nein, das werden Sie nicht. Sie werden sagen, schau dir den Verlauf dieser Sonnenfinsternis auf einem Globus an, wie hier. Für mich sieht das ganz normal aus und sie hat auch die Richtung von Westen nach Osten. Was für ein totaler Quatsch. Es ist wirklich jemand gekommen und wollte mir das bestätigen und erklären. Sehen wir also, was zur Tag- und Nachtgleiche geschieht, denn die haben wir hier. Ups, die Tag- und Nachtgleiche. Nur zur Erinnerung, am Tag der Tag- und Nachtgleiche erreichen die Sonnenstrahlen nicht die andere Seite der Erde hier unten, nicht wahr? Nein, sie sind überall auf der Welt parallel. Das habe ich schon in vielen anderen Videos behandelt. Und an diesem Punkt schwatzt du absolute Kacke. Schaut euch den Globus noch einmal an. So this person, this global person who was very intelligent, wanted to show me this when we got there to. Dieser Mensch, dieser sehr intelligente Globusmensch, also sagte, ich zeig dir das. Und dann bemerkte er das Datum, 22. September. Ups, das kann nicht zur Tag- und Nachtgleiche passieren. Und bye bye hat er sich ganz schnell verzogen. Tja, da hast du dich wohl mit dem letzten Dorftrottel unterhalten, nicht wahr? Mr. Thrive and Survive, du hast uns hier nichts weiter bewiesen als ein sehr umfangreiches Fehlverständnis von allem, was mit Himmelsmechanik zu tun hat. In deinem Verständnis klafft deutlich eine Kluft, die breiter ist als die Mündung des Amazonas. Was für ein fantastischer Tinfoil Tuesday. Thrive and Survive glaubt, dass die NASA sich selbst widerlegt und dann stellt sich raus, dass er das nur selber tut. Und niemals Geringeres als ein anderer Flacherdler liefert den Beweis. Einfach köstlich. Gut, das wär's für heute mit dieser Folge. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat und vielleicht sogar ein Abo, wenn es euch danach ist. Ich bin wie immer Simon Dan und wir sehen uns am Freitag wieder, wenn wir den Flacherdguru höchst selbst auf die Hörner nehmen. Bis dann!